So, neuer Tag, neuer Shop, neue Aufgaben, neue Woche, alles heute auf einmal. Heute wird für mich ein kleiner Marathon werden, da ich nämlich morgen nicht da bin. Ich werde euch morgen früh zwar den Shop noch hochladen, aber ich werde versuchen, heute alle Aufgaben zu machen. Das Problem bei der ganzen Geschichte wird sein, dass ich es mit Freunden machen muss. Im Prinzip muss ich dann gucken, ob ich es eventuell mit einem von euch machen kann oder ob ich es mit meinem Sohn mache. Dann muss ich gleich einfach mal gucken, wie die Aufgaben sind. Ich habe nur gelesen, oh, Begriff Freunde, mach das mit Freunden, markieren einen Freund. Müssen wir mal gucken, was eventuell solo machbar ist und wo man halt definitiv einen braucht. So, jetzt unten zu dem Code. Wir sehen, 4 Abonnenten fehlen noch, dann kommt schon die 14. Zahl. Die 14. Zahl werde ich aber auch in diesem Video schon mal bekannt geben. Also einfach das Video zu Ende gucken und irgendwann im Laufe des Videos werde ich den Code sagen. Aber wie immer, ich sage es nicht in jedem Video. So zwischendurch wird der Code einfach vorkommen. Also einfach mal ein bisschen länger gucken als 2 Sekunden. Und wie du siehst, bei mir lohnt sich ein Abo dazulassen. Ich zeige euch wirklich alles, was neu ist. Jetzt nicht unbedingt, was Map-Veränderungen betrifft. Da bin ich noch nicht so ganz, weil ich mit den Aufgaben noch beschäftigt bin. Und ja. Und wenn du wissen willst, wie das mit dem Passive Code unten funktioniert, guck einfach unten in der Videobeschreibung. Da habe ich ein extra Video gemacht, wo du nachgucken kannst, wie das funktioniert und wer ich bin, was ich vorhabe. Bla 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 bla. Also, aber raushauen lohnt sich auf jeden Fall. So, wie ihr seht, ich habe selber im Shop noch nichts geguckt. Wir gehen jetzt einfach mal gemeinsam rein. So, was gibt's denn zu machen? Welcher Gegenstand wird ein Comeback feiern? Erhältst du jeden Tag eine Stimmabgabe? Mit ihr kannst du den Gegenstand stimmen, den du wieder im Shop sehen willst. Ah ja, du kannst deine Stimmabgabe nicht zurückgeben, also überlege dir genau deine Entscheidung. Sobald das Spezialevent endet, kehrt der Sieger der Community-Entscheidung in den Itemshop zurück. Da bin ich ja mal gespannt, ob das auch wirklich mit rechten Dingen zugeht. So, wer soll denn zurückkommen? Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, für wen ihr abgestimmt habt, aber jetzt mal so rein vom Gefühl her würde ich ihn nehmen. Ach, da gibt es sogar noch, ja, 1500 V-Bucks. Also da würde ich halt echt, allein vom Design und alles, würde ich halt ihn nehmen. Zack. Schreibt einfach mal rein, für wen ihr abgestimmt habt. So, dann geht's weiter im normalen Shop. Da ist immer noch der Taco-Mann, hey, der mir immer noch nicht gefällt. Man kann ihn, nein, klar, man kann ihn spielen, aber das ist jetzt keiner, wo ich sagen würde, in der Woche wird schon immer noch spielen. So, dann haben wir hier 5 verschiedene Sachen. Einmal Sturmauge Hängekleider. Der hat was. Also der Hängekleider hat definitiv was. Der ist nicht schlecht. So, was ist, ja. Dann haben wir noch die Waffe Turbulent, beziehungsweise den Skin. Direkt mal wieder gucken auf dem Roboter, wie er aussieht. Ja, kann man sich gönnen. Also der ist ganz okay. So, dann haben wir Gewitter. Na, ist der Skin, hat er auch was. Den habe ich noch nie gesehen. Aber mir persönlich gefällt er. So ein bisschen crazy, aber es wäre schon eine Überlegung von meinem alten Account den zu kaufen. Na, gucken wir mal weiter. So, dann haben wir noch Blitz. Ein Standard-Skill, aber der sieht eigentlich recht gut aus. Also nicht so wie die normalen ungewöhnlichen Outfits. So, dann haben wir die Spitzhacke noch. Oh, mein anderer Sound. Das ist Sound echt noch okay, finde ich. So, Sturmauge hatten wir. Und dann haben wir, warte, erstmal zum Skin, den Shogun wieder drin. Den habe ich auch selber, glaube ich, vielleicht 2-3 Mal gesehen. Also oft ist er, glaube ich, nicht gekauft worden. Hat halt ein bisschen was. Dazu sage ich nur Monte, bester Skin ever. Kommt halt in die Richtung, aber ist er nicht. So, dann gibt es dazu noch den Klingenbiss, die Spitzhacke. Ah, da ist der Sound wieder Standard. Die müssen sich halt echt mit den Sounds was einfallen lassen. So, dann haben wir noch die, ja, immer noch die Taco-Lackierung, die hatten wir ja gestern schon. Wie gesagt, am besten finde ich immer, sieht man sie halt auf dem Roboter.
Also mich flasht die nicht. Da hat zwar irgendwo was, aber flashen tut die mich jetzt nicht. So, dann haben wir Emote gekonnt. Naja, da muss man halt draufstehen. Dann neue Musik. Also gefällt mir die jetzige Musik doch schon besser. Ist ein bisschen lahm, finde ich. Aber ich meine, für 200 V-Bucks, ich meine, irgendwann kann man die Musik halt echt nicht mehr hören. So, dann haben wir noch die ins Schwarze. Eigentlich ganz okay. Ist jetzt auch nichts Besonderes, aber ja, gut, für 800 V-Bucks darf man natürlich auch nicht zu viel erwarten. Dann, ich glaube, das ist der bekannteste Emote, den es gibt. Der am meisten auch auf der im realen Leben nachgetanzt wird, aus Blödsinn. Ist halt ein OG-Tanz. So, dann haben wir Taco-Zeit immer noch. Und dann würde ich sagen, war es das eigentlich schon. Was haben wir hier oben noch? Das sind die vorgestellten. Community-Entscheid, klar. Also im Prinzip heute neu, nur die Musik. Aber ich denke mal, die wird sich kaum einer holen. Ne, da ist die Season 10 Musik an sich besser. Dann würde ich sagen, war es das hier mit dem Video und die nächste Zahl ist die 0. Einfach 0. 0. Also fehlen euch eigentlich nur zwei Zahlen. Ich habe auch eben nochmal nachgeguckt, der Code wurde noch nicht eingelöst. So, wenn dir das Ganze gefallen hat, du immer mehr sehen willst, die Aufgaben von mir eventuell auch schon öfters gesehen hast und ich dir helfen konnte, gern ein Abo da lassen. Für die alten Hasen unter euch einfach ein Like da lassen, Kommentar. In dem Sinne würde ich sagen, bis gleich zum nächsten Video und haut rein.